Am 14. März ist es also soweit. An diesem Tag sind die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Du bist aber noch keine 18 Jahre alt und darfst nicht wählen. Das macht nichts, denn so kannst du trotzdem politisch aktiv sein und damit auch die Wahl beeinflussen. Habt ihr schon mal was von den Jugendorganisationen der Parteien gehört? Größere politische Parteien haben das in der Regel. Zum Beispiel auch die, die momentan im Bundestag vertreten sind. Bei der SPD etwa sind das die Jungsozialisten, auch Jusos genannt, bei CDU und CSU die Junge Union, bei den Linken die Linksjugend und bei den Grünen die Grüne Jugend. Dort werden unter anderem Themen wie Bildung, Nachhaltigkeit und Mobilität besprochen. Auch im Wahlkampf binden Parteien die Jugendorganisationen ordentlich ein. Da heißt es dann für die Youngsters, Plakate kleben, Infostände betreuen und die gleichaltrige Zielgruppe ansprechen. In der Regel könnt ihr euch ab dem 14. Lebensjahr in einer Jugendorganisation engagieren. Oder warum tretet ihr eigentlich nicht direkt in eine Partei ein? Jugendliche können auch Mitglied einer Partei werden. Das Eintrittsalter ist nicht bei allen gleich. In die SPD kann man zum Beispiel schon mit 14 Jahren eintreten, in die CDU erst mit 16. Wie ich erfahren habe, ist das Interesse bei jungen Leuten in den letzten Jahren allerdings geringer geworden, auch weil man beispielsweise auf Versammlungen mal ganz schnell zwischen vielen Oldies sitzt. Also, es wird Zeit für frischen Wind. Auch in Kinder- und Jugendparlamenten. Hier können sich Kinder schon ab dem 8. Lebensjahr in die Gemeindepolitik einbringen. Dort können sie Themen aus Schule, Beruf oder Freizeit mit verantwortlichen Personen aus Politik oder Verwaltung besprechen und gelten damit als Sprachrohr aller Kinder und Jugendlichen. Wer sich auch für europäische Themen interessiert, kann sich im Europäischen Jugendparlament engagieren. SchülerInnen können sich hier zum Beispiel in kleinen Gruppen bewerben. Und dann, wer kennt's nicht, gibt es natürlich noch viele verantwortliche Posten in der Schule. KlassensprecherInnen, Schülerrat, SchülersprecherInnen, Schülerparlament. Auch in der Schule gibt es viele Möglichkeiten, Interessen einer Klasse oder Gruppe zu vertreten. Und in die genannten Ämter wird man ja auch reingewählt. Das alles ist also der Politik der Großen schon sehr ähnlich. Hier kann durchaus der Grundstein für eine politische Laufbahn gelegt werden. Wenn ihr mal unzufrieden seid mit politischen Entscheidungen, na klar, dann dürft ihr auch protestieren. Auch das ist eine Form, politischen Einfluss zu nehmen und Grundrecht eines jeden Deutschen. Auch für die, die noch nicht volljährig sind. Das kann sehr wohl Eindruck hinterlassen, haben wir ja bei Fridays for Future gesehen. Dort sind zehntausende junge Menschen auf die Straße gegangen, angeführt von einer damals 16-jährigen Greta Thunberg aus Schweden.